Läuft das jetzt? Ja, läuft. Das läuft. Alles läuft. Macht das so einen Stumpf, oder? Ja. Das ist jetzt so. Oh, ich hab sich sogar noch gesehen. Sehr gut. Meine Freunde. Ja, mein Wasserkopf. Ne? Mein Wasserkopf. Mhm. Reicht. Fuchs, noch mal anbraten. Lammfilet. Hab ich jetzt natürlich verpasst, ne? Mit dem Lammfilet. Ich muss es nochmal erzählen. Ja, ich hab schon beiden Seiten geführt. Nee, nee. Ich krieg schon leckig. Ja, das ist so, da kann man das schön besser zusammenfassen. Aber wo wird denn wenn es am Ende misslungen ist, ja, dann ich schon nervös bin. Dann löschen wir das hier. Okay. Ich krieg so Lampenfieber. Gucken die auch noch die zigtausend andere auf YouTube. Ja, 500.000 Abonnenten. Was ist das denn, ne? Das ist Würzmittel, ne? Mhm. Okay. Ja, die machen ja so, keine Ahnung, so ein Zeug. Das soll so das Fleisch sein, ne? Ach, das hier? Mhm. Ja, okay. Und das Gelbe ist im Glutamat hier. Nee, das soll so Karotten sein, ja, das Grün okay. So Schnittlauch. Aha. Und das soll eigentlich Fleisch. Und ist das jetzt für welche Menge? Ah, das sind eine Tüte drin. Also mhm. eine Tüte. Ja. Okay, und das gehört auch dazu. Das ist dann genau. Das Würzpaste. Ja, Freunde, wer kann es lesen? Mhm. Kein Mensch kann es lesen. Ja, das ist so eigentlich so Geschmackssache, ne? Weil für manche Leute ist es so gewöhnungsbedürftig. Ja. Das ist so Rindfleisch mit Mehl. Das ist eigentlich so wie eine Wurst. Naja, wie so Wurstbrät oder was. Wurstbrät, ja, okay. Ja, das wird schon schmecken. Wurstbrät kennt man in Deutschland, ja. Ja. Gut. Achso, kann ich eine Bio-Brühe haben? Ja. Oh! Oh! Für Maus. Das war Stromausfall. Ja, Freunde, ich habe euch ja noch gar nicht begrüßt. Hallo. Heute wird wieder gekocht. Heute ist es wir lernen wieder was. Heute ist der Asiate dran. Und komischerweise kocht er auch asiatisch. Wobei, er hat gesagt, er kann auch Bolognese, ne? Ja. Das machen wir nächstes Mal. Und dann müssen wir asiatisch machen. Drehen wir dann um. Du kochst deutsch und wir kochen asiatisch. Mhm. Ja? Also gut, kriege ich hin. Das wird der Kollege dann machen. Boah, ist das heiß, ey. Okay. Oh ja. Der Dampf, ne? Heute gibt es eine Salzsuppe mit Fleischbällchen. Eine Salzsuppe mit Fleischbällchen. Ich glaube nicht, das wird schon schmecken. Hochinteressant wird es ja beim Essen her. Ich gehört ein bisschen mit Stäbchen. Eine Suppe mit Stäbchen, Freunde, das wird ein Spaß. Alfred Bierle. Genau. Zum Chor gehört immer gutes Getränk. Das ist so. Ach, was ist denn los? Schon wieder Stromausfall. Da hat derweil die Rechnung nicht bezahlt. Okay. Ja. Ja. Das riecht zumindest schon mal ganz gut. Ja. Das gibt jetzt dann nur noch mal nachgewürzen, so ein bisschen. So, das, okay. Ich habe jetzt mehr Wasser reingenommen. Ah ja, okay, ja. Für den Fall. Ja. Und das ist jetzt, so,
Hühnchen? Nee, das ist Schwein. Nee, Hühnchen, oder was ist das? Oder was ist das? Nee, das ist ja. Ja, ne, das also sieht zumindest so aus, aber die Knochen, ja, vielleicht. Ja, die Knochen ist ein bisschen groß, ne? Ja, finde ich. Das ist so wie Rippchen eigentlich. Ja, sowas kann das sein, ja. Genau. Ich hätte jetzt gedacht, du kannst das lesen, wo da drauf steht, aber. Ja, da steht Ramen mit Rippchen. Okay. Gut. Dann wissen wir das. Hier wird wallend aufgekocht. Ich habe außerdem ausgemacht. Ich wollte, okay. Ich wollte eigentlich nur mal einmal aus und wieder anmachen, weil dann geht es nur 20 Minuten auf. Aber jetzt habe ich außerdem einmal ausgemacht. So sehr. Ja, eigentlich wollte ich ein bisschen. Oh, Freunde. Das ist schwierig. Das und das ist schwierig. Ja, du musst ja nicht. Du machst halt. Einer kommt ja von da, einer kommt von da. Das ist doch gut. Deswegen normalerweise ein bisschen runter auf den Topf da und dann. Das ist ein bisschen lang, gell? Ein bisschen so. Ja, das ist eine Mitte halbe, halbe. So, warte, ich hätte gesagt, ich gebe dir den Kürbis in die Pfanne, aber den kriegst du dann nicht mehr da drauf. Ja. Ich lasse jetzt die Suppe 3 Stunden kochen. Ja. Ach, warte, warte. Nein, nein. Warte, das ist ja wieder sowas. Also wir haben gerade gehört, die Suppe muss 3 Stunden kochen. Ich denke, dann wird keine Flüssigkeit mehr drin sein. Ist die Bärchen zu groß sind. Voll gesaugt mit Wasser. Ich hoffe, ich kann die Deutschen mit meiner Kultur jetzt begeistern. Ich glaube schon. Also ich glaube schon. Also ich bin ein Freund des asiatischen Essens. Hm. Ach, die Gewürze. Das ist auch ganz lecker, ist das. Ich weiß nicht, ob das dazu passt. Das ist Sesamöl. Ja, Sesamöl ist immer gut. Scharfes Messer, der Gewürze. Nee, ich mache mich nicht schwer. Wenn die Schere in der Lage ist, Plastik zu schneiden. Ich habe zu Hause eine, die schneidet Plastik gar nicht. Da ja. Kannst du drücken, das. Jetzt haust du die Nudeln da gleich rein. Genau. Ja, auch wegen, ich sag mal, dann nehmen die Nudeln auch schon mal den Geschmack mehr. Dann wird das, glaube ich, intensiver. Mhm. Wenn dann die Nudeln auch schon so ein bisschen so den Geschmack haben. Wenn du so im Wasser kochst, dann schmeckt es halt nach nichts, also nach Salz rein, ist klar, aber ja. Ansonsten gibt das ein bisschen intensiveren Geschmack. Ich glaube, das ist okay so. Mal probieren? Ja. Salz warm. Bisschen heiß, ne? Das ist eigentlich so was Asiatisches. Findest du das? Interessante Konsistenz. Mhm. Rock. Das ist jetzt Schwein. Es gibt auch so Marzen, Fisch, Garnelen, Lindenfisch. Mhm. Hat aber nicht so viel Geschmack. Hm? So viel Geschmack hat es nicht. Mhm. Relativ neutral. Ja, so und so ganz leicht. Nach Pfeffer eigentlich. Ne? Das hast du aber jetzt extra gekauft, ne? Also das ist nicht damit drin oder so, ne? Nein, nein. Ja. Das ist auch nicht japanisch eigentlich. Das ist so chinesisch. Das machen die in Hongkong, Indonesien, Philippinen. Okay. Aber interessante Konsistenz. Ist ziemlich fest. Wahrscheinlich gleichzeitig, das dauert nicht lange. Die Nudeln, ne? 3-4 Minuten, also sind die gut. Ja. Das Instant-Nudeln, ja. Ja, wenn dann. Ja. Das kann man jetzt schneiden, oder? Wollen wir gucken? Oh ja. Sieht noch gut aus, ne? Ja, ein Stück ist eh klar, aber durch ist meistens. Ist ein Stück, nämlich? Ja, natürlich.
ich dann ein ordentliches Messer. Oder was? Das ist ja. Kannst du drum reiten. Genau, das ist mein Ding. Wenn du unten reinschiebst, dann dreht sich das Ding nicht mehr, weil es zu hoch ist. Ja. Ich hab den rausgenommen letztens. Da stand auch so hoch drin. Ich denke, dann habe ich mir zugeschoben und dann ist er da hängen geblieben. Ich dachte, okay, nimm lieber. Dann war Massagperiode. Genau. Ja. Auch auf den Dämmer schneiden, dann wird das stumpf. Ja, dann bin ich stumpf. Kannst du auch? Okay, ja, ich ja, kannst du auf den Dämmer schneiden. Ja, ja. Ich kann ja auch nicht. Der Fortgang ist. Hier gibt es noch schön Deko oben rein. Das hier im Kopf auf den Namen gesetzt. Das ist Bock hast. Vielleicht einfacher. Das ist diese Gründung, da ist aber schlecht. Das ist aber schlecht zu schneiden. Ja, ja, genau. Das ist immer schlecht zu schneiden. Genau. Kannst du hier anfassen? Oder? Mich stört das nicht. Ja, sieht doch gut aus. Ja. Finde ich ja. Genau richtig. Ja. So. Das Style ist noch geil, oder? Bitte? Das ist noch ein bisschen, ja, war scheinbar, weil es ein bisschen dicker war, ne? Mhm. Ja, das war das vordere Stück und dann das Endstück. Das war ein bisschen dicker, ja. Ja. Aber das gehört ja dazu. Ja. Das sagen wir einfach so. Ja, nee, das ist auch richtig so, ja. Alles gut. Sieht gut aus. Sehr schön. Gut. Wie gesagt, wir versuchen es heute mit Stäbchen. Aber mach doch was her. Ich glaube kaum, dass ich das schaffen werde. Noch nie gegessen mit Stäbchen. Ja, versucht. Aber nicht richtig satt geworden dabei. Ja, wir werden sehen, was draus wird. Mal sehen, was in der Küche gerade passiert. Es wurden gerade 3 Tüten Nudeln in die Brühe geschüttet. Ob das noch eine Suppe wird, wissen wir nicht. Ja, man sieht halt nicht so viel, aber das wird schon. Boah, die sind ja schnell fertig. 3 Minuten, ja, meistens 4-5 Minuten dauert es schon. Ja. Ich kann einmal einen Rundgang machen. So. Das kann auch anstrengend sein, wenn es dann nur dünn. Sieht aber gut aus, muss man schon sagen. Oh, das Beste kommt noch. Okay. Das ist so geröstete Zwiebeln. Zwiebel. Ja, perfekt. Okay. Gut, wir sehen uns wieder beim Essen. Ja, auch. 2 Winkel ist das schön. Multicam. Ist das dein Ernst? Stäbchen? Aber er hat bei sich extra weniger Brühe reingemacht, damit er einfacher ist mit den Stäbchen. Salty. Ich probiere erstmal, aber ich glaube, ich brauche ein bisschen. Das noch geben. Ich nehme mal Salty, aber probiere ich vielleicht. Ja, ein bisschen. Und ein bisschen. Ja, das ist ja glitschig. Das ist ja mal kurz für sich hier, nur das ist Training. Also. Das wird nichts. Was ist der Löffel?
weil die rutschen ja wieder raus. Du musst das vornehmen. Ja, so was drunter gehen. Ja. Ja, und dann rutschen die ja wieder raus, komm. Ja, und dann zumachen. So, bitte. Das ist so dicht beieinander ist. Ja. Erstmal so. Ich hab nicht so dünne Finger. Das ist so getrennt. Wie kriegst du die Nudel hast? Wie kriegst du die so dicht zusammen? Leute! Ja. Guckt euch an. Oh ja, das sieht gut aus. Das ist zwar ja, ein Kreuz gut. Oder so, aber das ist egal. Und dann müssen wir da so schlürfen. Genau. Kriegen wir her? Hm? Ich muss nur die Brille weg, sonst beschläge ich die ja völlig. Ich probiere mal mit der Salty. So vorsichtig, glaube ich. Oh, siehst du? Probier mal so. Oh, schmeckt doch. Oh ja, die ist salty, ja. Und die ist salzig. Guck, das geht. Mhm. Naja, ich sag mal, Kollegen, so ein bisschen so alles verdampft, ne? Mhm. Tja, die Runde hier. Und ja nix. Wir müssen noch mal fünfmal üben, bevor ja wir hingehen. Bevor wir, genau, bevor wir richtig essen gehen. Dann, ja, obwohl, dann gucken sie es blöd an. Ich nehme ja auch keinen Löffel zur Hilfe, ne? Noch nicht, ne? Du machst den Löffel, nimmst du zur Hilfe. Aber ohne Brille sehe ich das nicht. Das finde ich super. Ja, das sagt man dann. Keine Ausrede. Vermeige das. Du? Vermeige das. Ich weiß es nicht. Ja. Hast du nie mit ihr essen? Chinesisch oder sonst was, Vigi? Ja doch, also da gibt es immer... Caro hat das, glaube ich. Ja, das habe ich schon mal gesehen, dass diese Vigas an den Stäbchen. Nee, was super macht die mich. Deswegen haben wir so... sind wir so zum Chinesen gegangen. Mhm. Dann gibt es da auch so Reis mit Gemüse oder dies und das mit Messer und Gabel. Also ich habe das auch schon mal besser gemacht. Das ist Stäbchen noch, ja, also hast Stäbchen noch Abstand und wo du die Nudel hast, drückst du die Stäbchen zusammen. Das Problem ist, mein Finger ist im Weg. Ich krieg die ja nicht zusammen. Das, guck, da ist der Finger zwischen. Nee, den musst du da wegnehmen. Der liegt gerade am Rand. Genau, die liegt so an der Seite, dein Mittelfinger meinst du, ne? Ja. Die ist nicht dazwischen, sondern daneben. Genau. Da ist der, so wo meiner ist. Und dann kannst du hier unten nämlich... Geh mir fort. Vor dem Schlafen. So ein Nachschlag, Leute. Bällchen. Wie Nachschlag? Ja, Bällchen ist okay, aber... Hast du gar nicht mehr. Ja, Peter. Danke. Du kannst auch mit dem Löffel nachhelfen, gell? Dass du mit dem Stäbchen so... Weißt du, so der Löffel... Ja, verstehe schon, ja. Mhm. Also wie beim Italiener praktisch, die ja noch auf den Löffel drehen. Mhm. Aber ich krieg die ja gar nicht zusammen, ich überhaupt nicht dreht krieg. Und was macht man mit dem? Vergiss es. Du klopfst hier, den kannst du nicht. Den krieg ich so. Den kriegst du, das schaffe ich ja. Aber die Nudeln krieg ich nicht. Okay. Dann stellst du die Fleischbällchen so. Wieder ohne Nudeln. Bitte keine Nudeln. Und ohne alles. Nee, aber ich meine nicht drehen, sondern so dagegen drücken. Mhm. Das meine ich so. Mhm. Okay. Naja, diese haben doch bestimmt nichts. Die werden dich bestimmt nicht rausschmeißen. Nee. Die wollen ja dein Geld. Hast du auch geschafft. Das wird schon. Alles gut. Das ist nur anstrengend, oder was? Ja, man muss sich da ein bisschen drauf konzentrieren. Mhm. Eigentlich wollte ich mich auf Essen konzentrieren, auf den Geschmack. Aber ich muss mich auf die Stäbchen konzentrieren. Nee, schmeckt alles gut. Ganz gut. Einmal aus der Hand gelegt. Ich hab's dann irgendwann geschafft und dann legst du aus der Hand und naja, das geht nicht mehr. Ja, aber das Problem ist ja, du musst den mit dem bewegen, mit den beiden. Mit Daumen ich weiß, aber ich krieg die gar nicht dahin. Bewegungslegastheniker, ja.
Das ist doch ungewohnte Bewegung, alles wieder ich esse jetzt so mit dem Löffel. Das ist doch gleich eiskalt, das schmeckt halt nicht mehr. Alles gut. Ja, war lecker. Wonach schmeckt das denn jetzt? Wonach schmeckt das denn jetzt? Oh, noch alle möglich. Fehlt noch ein paar Meeresfrüchte vielleicht? Aber würden auch zu passen, ne? Ja, so zu Garnelen oder sowas, das passt doch bestimmt zu. Ja, die Nudeln gibt es ja in viele verschiedene Geschmäcke. Ja? Nach Schwein, nach Rechen, nach Meeresfrüchte. Ich habe letztens schon welche sowas in der Hand gehabt, habe ich gedacht, Mensch. Das stand auch nach Geschmack, nach Hühnchen oder so. Ich dachte, das wäre nicht das Richtige. Deswegen haben wir es liegen lassen. Also nicht wundern, der Akku war nicht leer, die Kamera ist nur kurz ausgegangen. War lecker. Nächstes Mal gibt es wieder was aufgepimpt so Instant-Sachen. Okay. Das ist jetzt gekocht. So Instant-Nudeln gebraten, Instant-Nudeln-Suppe. Und letztens auch Instant mit Ei, ne? Ja, aber auch mit den Eiern. Nee, das eine war, ja, das war auch so eine Instant-Nudeln. Die Würzpaste war auch, aber sonst... Gut, das war eher kochen. Ja, das war schon eher kochen, genau. Also die Würzpaste noch selber machen, das ist ja schon viel. Ja, das ist ja schon. Das ist okay, ja, mit diesen Eiern drin. Ich kann auch so Paella mit Instant Paella mit Chorizo. Nee. Kann man die ausmachen? Wen? Bitte? Wen willst du ausmachen? Die Kamera. Ja, warum? Mach ich jetzt aus. Das war ja fertig. Wir sind ja fertig. Ach so. Geschmeckt hat uns allen, ne? Hatten wir ja schon mal gesagt. Ja, ja, kann man auch machen. Warum wolltest du jetzt jugendfreie Witze erzählen? Nicht jugendfreie Witze oder so. Kann man da bitte ausmachen. So, ein letzter Blick. Teller gleich leer. Einmal hier Feuer drauf. Einmal kurz gucken hier. Alles. Ne? Ja. Und alles tschüss. Super.